fahren. Wirklich laut. Sekunde. Just fucking go. Oh, Junge. Ja, Quietscherleistung. Ganz wichtig. So, moin. Moin, moin. Ich muss eigentlich übelst heftig jetzt auf Englisch reden. Yeah, welcome to this video and... Woo. Ja, wir wollen heute mal auf die Autobahn fahren, wollen mal gucken heute, was der Dreier drückt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben serienmäßig 197 PS aus einem reinen Sechszylinder. Wir haben jetzt einfach nur eine Software drauf. Er soll haben 255 PS. Und Vmax hat er aufgehoben. Also rein theoretisch könnten wir schneller fahren als 250 km/h, wo die Kisten eigentlich abgeriegelt sind. Ja, Partikelfilter ist voll, wie sich das gehört bei 185.000 Kilometern. Perfekt. Alter, ich habe übelst die trockene Schnauze jetzt schon. Ey. Das kann nichts werden. Ey. Das kann nichts werden. Verschimmelt? Nee, perfekt. Was klappert denn hier so, ey? Ist erstaunlich viel Verkehr, ne? Für einen Sonntag so, muss ich mal sagen. Ich dachte jetzt, ich habe jetzt freie Fahrt hier, kann mich jetzt voll entfalten. Regnet das natürlich, ne? Genau wenn ich auf die Autobahn fahre, fängt das an zu regnen, Alter. Ja, danke für nichts. Ja, perfekt. Skoda hat Bock auf jeden Fall. Perfekt, danke dir. Linke Spur gepachtet, ja? Für einen Zehner. Moin. Du warst ganz schön windig, ja? Da geht echt noch einiges, ne? 220, 230, jetzt haben wir wieder irgendwie den 5er BMW hier, der Mucken macht. Junge, das ist ja voll nass hier. Was soll die Scheiße? So 40, so 44, so 45. Und die Kurve, ich geh mal ein bisschen auf die Bremse. Hier so 200. Das Licht hat auch keinen Sahne, Junge. Hat das gecheckt jetzt? Ja, hat's gecheckt. Licht ist an, perfekt. Die Beschlussleuchte regelt. Wieder hat irgend so ein Touran wieder seine scheiß Funseln hier an. Sonnenbrille aufsetze, Alter, ich sehe nämlich gar nichts. Okay, Jungs, ist jetzt die Sonnenbrille auf. Das mache ich natürlich jetzt nie bei 170 km/h oder so. Das würde mir nie im Traum einfallen. Das wäre schon lebensmüde eigentlich. Also, sowas macht man doch nie. Oh. Da 6 wird sich wieder die linke Spur blockieren, man kennt's. Ehrenhaft, danke dir, sympathisches Ding. Ey, was ist denn mit dir, Alter? Junge, Junge, Junge. Sau weniger Kunde, Alter. Meine Güte. Porsche ist wieder hier. Meine Güte, Kunde. Oder was ist denn das? Nissan? Nee. Nissan. Bin ich besoffen oder was, Alter? Die Frage ist, wer säuft, der Skoda-Fahrer oder ich? Porsche, da bleib. Lass es sein, dein S7, Kunde. Lass bleiben, Alter. Was fahren die heute für dicken Korn hier rum, Alter? Junge. Aber scheiß drauf, Alter. Junge, hier ist es richtig nass unten. Was ist denn hier? Mann, diese Kacke, die fuckt mich ab, Alter. Was?
So, jetzt Jungs. 30. Ich gebe noch ein bisschen Gas jetzt. Aua. 240. 243. 244. Oha. Ja, das wird's. Nee, wird's nie. 247, 248. Bleibt da stehen, ey. Oh, nee. Schade. Ich habe jetzt fast 2 Stunden auf der Autobahn verbracht und bin einfach wild durch die Kante gescheppert hier. Ich habe locker 20 Liter Diesel einfach durchgezogen durch die Karre. Hey, geil. Fühle ich, feier ich. Beste Sonntagsbeschäftigung, ey. Ja, ich denke mal schon, dass es interessant war, mal zum Sonntag mal über die Autobahn zu platzen. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal. Schreibt es mal in die Kommentare oder gebt einfach mal einen Daumen nach oben, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wie wir wirklich hier nochmal das Letzte rausholen. Aber ihr habt ja gesehen, ab 2,48 ist dann, hat er da nie mehr ganz so viel Lust. Also echt realistisch. Also ich denke mal maximal eine 2,60. Tacho. Dann hat er keine Lust mehr. Ich denke mal, das macht dann viel das Fahrzeuggewicht dann hier in dem Bunker aus. Aber ich fahre jetzt entspannt nach Hause. Gönn mir eine Pizza. In diesem Sinne, haut da rein.